Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Heute sind wir wieder auf dem Dorfflohmarkt, den ich euch letzte Woche auch schon gezeigt habe. Da habe ich so einiges gefunden, deswegen gibt es jetzt hier einen zweiten Teil davon. Legen wir direkt mit Videospielen los. Ihr habt die Kiste da ja schon gesehen. Da befanden sich PS3-Spiele und PS4-Spiele drin. Auch noch ein bisschen anderer Kram, DVDs und Co. Und sogar ein paar Sealed-Spiele für die PS4. Das fand ich dann ziemlich interessant. Da wollte ich was von mitnehmen. Was nehmt ihr für die Spiele für die PS3 oder PS4? Also für die PS3 2 und für die PS4 4. Ja. 4 Euro für die PS4-Titel und 2 für die PS3-Titel. Ich habe mir drei Titel rausgesucht. Einmal für die PS3 und zweimal für die PS4. Die wollten leider überhaupt nicht mehr verhandeln, aber es war noch recht früh und die meinten, ja, da kommen ja noch genug Leute. Und ja, war dann okay, ich habe ihnen die 10 gegeben. Ich gucke die DVDs noch durch. Da habe ich Riddick und Pitch Black mir rausgelegt. Den habe ich aber schon irgendwo gekauft. Ich war mir in dem Moment nur nicht ganz sicher. Den habe ich aber schon, habe ich dann jetzt zu Hause auch gemerkt, dass es gut war, dass ich den habe liegen lassen. Aber die Uncharted-Trilogie und The Last of Us nehme ich mir gerne mit. Hier haben wir noch ein anderes Uncharted-Spiel. Aber da ich von den anderen dreien erst eins gespielt habe, dachte ich mir, nimm lieber die Trilogie mit. Das passt dann schon. Ja, Pitch Black, da habe ich dann so den Plan gefasst, ihn doch da zu lassen. Wie gesagt, das war auch richtig. Ich sehe gerade nach der John Wayne-Box hätte ich eigentlich auch noch fragen können. Aber wie gesagt, es war noch früh. Ich wollte schnell weiter. Deswegen habe ich das wohl irgendwie ein bisschen verpeilt. Aber die Sachen, die ich wirklich haben wollte, habe ich mir geschnappt. Preis stimmt auch. Zehner zusammen. Auf jeden Fall ein guter Deal. Am nächsten Stand gibt es mal wieder ein Album mit Pokémon-Karten. Ich bin jedes Mal irgendwie drauf und dran, doch mal so ein Ding mitzunehmen. Einfach, um mich da ein bisschen reinzufuchsen. Ich habe ja schon mal einzelne Karten mitgenommen, aber eigentlich danach nie wieder. Und irgendwie ist es schon spannend, aber ich bin halt so gar nicht im Thema. Aber es sieht halt cool aus und ja, ich glaube, irgendwann nehme ich mir mal die Zeit, kaufe mir so ein Ding und setze mich dann zu Hause in Ruhe dahin. Allerdings war der Verkäufer auch super nett. Ich habe mit dem noch ein bisschen gequatscht und ja, mit dem hätte ich jetzt auch nicht irgendwie so hart runterhandeln wollen. Ich nehme das irgendwann mal mit, wenn mir irgendjemand das anbietet für einen super Preis, ohne dass ich groß handeln muss und ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Mal schauen. Ja, an dem Stand gab es ein bisschen gemischten Kram, aber ich hatte da schon am Nebenstand was Schönes erspäht, und zwar Lego. Und meine Annahme war richtig, ich habe die Anleitung vom Weiten so ein bisschen erkannt, das ist tatsächlich Herr der Ringe Lego. Ich habe ja schon ein paar Sets, 4 oder 5, einige auch noch in OVP, zwar ausgepackt, aber die OVP habe ich halt natürlich behalten. Und die würde ich für einen guten Preis mitnehmen, auch wenn die OVP leider fehlt, beziehungsweise das hintere Set da hinten. Das vordere habe ich schon, das ist dieses Zauberer-Duell mit Gandalf und Saruman. Allerdings wollte die Dame dafür einen relativ hohen Preis haben. Ich vermute, dass das sogar in Ordnung war, ich habe dahinter gar nicht mehr geguckt. Die wollte, glaube ich, hinten irgendwie 30 haben und vorne irgendwie 15 oder 20. Ja, dafür nehme ich es nicht mit, zumal man ja wirklich nie weiß, ob die Dinger vollständig sind. OVP hat auch gefehlt. Dann habe ich es eben liegen lassen. Aber trotzdem schön, sowas mal zu sehen. An den Stand hat mich eigentlich diese Kiste da unten mit den Spielen und CDs gelockt. Aber es gab oben, was ich erst später bemerkt habe, noch eine Xbox-Konsole. Und zwar die klassische Xbox. Die habe ich ja immer noch nicht in funktionierend. Und für einen Schnäppchenpreis bin ich da immer noch geneigt, die mitzunehmen. Die wollten dann einen Zehner dafür haben mit Kabel und zwei Controller. Die hatten sie hinten irgendwo in so einer Tüte. Allerdings habe ich nur ganz wenig Xbox-Spiele und habe dann halt nochmal gefragt, ob sie auch Spiele haben. Er ist dann gucken gegangen, ob er noch welche findet. Und ja, ich zeige euch erstmal noch ein paar Aufnahmen und dann rede ich weiter. Mit ein paar Spielen wäre sehr interessant. Bist du noch länger hier? Ja, ich gehe noch einmal da hoch auf jeden Fall. Also bestimmt noch, gucke ich gleich mal eben. Ja? Ich habe noch irgendwo ein paar Spiele. Ja, dann komme ich einfach so. Ich gehe jetzt einfach so 20 Minuten oder so. Ja. Ja? Stellst du sie mir bitte so lange zurück? Ja, er hat sie mir zurückgestellt. Ich bin dann später nochmal hin. Leider haben sie keine Spiele gefunden und seine Frau war da nur am Stand und meinte, ja, er hat nichts mehr gefunden, aber er hat gesagt, komm, dann sollst du sie für 8 bekommen. Dann habe ich sie natürlich doch mitgenommen, für 8 Euro ist das okay. 2, 3 Spiele hatte ich ja schon auf meinen anderen Flohmärkten im letzten Jahr und davor mal so gefunden. Von daher hatte ich ein paar Sachen hier. Ja, in der Garage gab es ein großes Plüschtier von Shiggy, war es, glaube ich, und diese Yu-Gi-Oh! Karten. Gleiches Spiel wie bei Pokémon, hätte ich vielleicht günstig kriegen können, aber ja. Ich weiß es nicht. Und der Stoff, den habe ich auch lieber stehen lassen. Diese Riesendinger machen mir doch etwas Angst. Hier hingegen finde ich ein sehr außergewöhnliches Stofftier. Nicht den Yoda da, sondern
Links daneben seht ihr jemanden, der so ähnlich aussieht wie Yoda, allerdings kein Yoda ist. Das ist ein Goblin von einem Rollenspielsystem. Zu dem Zeitpunkt wusste ich selber noch nicht genau, wozu der gehört. Von daher wollte ich da am Stand mal nachfragen. Der erste Herr, den ich da antraf, der wusste es auch nicht, weil der gehörte nämlich nicht ihm, sondern der Dame, die auch noch am Stand ihre Sachen hatte. Und zu der habe ich mich dann irgendwann durchgekämpft und die sagte dann, dass sie es auch nicht weiß und sie ihren Mann fragen muss und ob sie ihn denn anrufen soll. Da habe ich natürlich gesagt, ist nicht nötig, aber irgendwie hat sie ihn dann doch angerufen oder er hat sie zufällig angerufen und ich habe dann noch etwas mehr über den Goblin erfahren und ich finde an dem Stand auch noch ein paar andere coole Sachen, deswegen würde ich sagen, wir kämpfen uns jetzt da einfach mal rein. Ich wollte eigentlich wissen, was das hier ist. Ja, gute Frage. Da müssen Sie jetzt meinen Mann fragen. Das ist von irgendeinem Rollenspiel. Ja, von irgendeinem Rollenspiel. Ich hab's dann zu Hause rausgefunden, von welchem Rollenspiel das ist. Die Dame hatte zwar dann noch rausgefunden, vermeintlich rausgefunden, dass es von Dungeons & Dragons ist, aber das stimmte nicht. Aber das erzähle ich euch nachher, wenn ich euch den Goblin nochmal genauer zeige. Am gleichen Stand gab's dann auch noch ein paar Spiele für die PS3, aber teilweise halt irgendwie in Fremdsprachen. Und halt nicht in englischer Fremdsprache, sonst hätte ich da noch mehr mitgenommen. Aber auch noch ein paar PS2-Titel. Da habe ich dann zugeschlagen und ich finde ein Handy, eins der wenigen Handys, die ich früher hatte und die ich wirklich gefeiert habe. Ich hatte so 3, 4 Handys in meinem Leben, also vor den klassischen Smartphones, die ich wirklich richtig cool fand. Es waren sogar 4 oder 5, wenn wir das Engage und das Engage QD mal dazu zählen. Aber die meisten waren halt Mittel zum Zweck, während das hier mein erstes Handy war, wo ich richtig Fun dran hatte, weil das schon einiges konnte und fast schon ein Smartphone war. Die Spiele, was sollen die kosten? Pro Spiel 1,50. Okay, gucken wir mal. Wenn ich das Figürchen und das Spiel kaufen will, muss ich mit euch beiden verhandeln. Die Figur ist nicht meine. Okay. Ja. Da gucken wir gleich mal, ich leg's erstmal hier hin. Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz so genau, was ich dann für alles zusammen bezahlt habe. Ich glaube, es waren 2 oder 3 für den Goblin und 5 für 2 PS2-Games und das Handy. Also habe ich da ja irgendwas zwischen 7 und 8 Euro gelassen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Das Handy wollte ich unbedingt haben, weil da echt Erinnerungen hochkamen. Es war das erste, was ich so richtig toll fand, wo ich richtig viel mit gemacht habe. Davor war es halt nur zum Telefonieren und SMS schreiben. Mit dem Ding konnte man schon einige coole Sachen machen, deswegen habe ich mir das geschnappt. Hier sehen wir jetzt noch ein paar aktuellere Videogames. Fand ich erst ganz interessant, dachte mir, hey, nimm doch mal was mit, auch wenn ich die passende Konsole noch gar nicht habe, aber die ist natürlich für früher oder später in Planung. Die kosten ja mittlerweile auch nicht mehr die Welt. Allerdings, fing er dann auch an mit irgendwie so, ja, ab 10 Euro und, ja, die meisten dieser Titel sind noch nicht mal 10 Euro wert, ne, das ist halt jetzt das Ding, das fällt alles, so vor 2 Jahren waren die noch alle recht hoch im Kurs, aber jetzt, wo halt die nächste Konsolengeneration da ist, sind die Titel ziemlich down gegangen, natürlich gibt es da auch spezielle Sachen, die viel oder mehr wert sind, aber, ja, diese ganzen Standardtitel ist halt nicht wirklich was. Deswegen habe ich das dann auch da gelassen. Hier haben wir nochmal einen Stand mit unheimlich vielen Brettspielen. Den habe ich gesehen und war mir eigentlich total sicher, dass ich da irgendwas Tolles finden werde. Weil das wirklich vielleicht 50 bis 100 Brettspiele insgesamt waren, die da hatten. Würde ich mal so ganz grob schätzen. Da waren noch 2 Kisten noch vorne an, die man jetzt nicht sieht. Das sind sie, glaube ich. Aber da war gar nichts drin. Also jedenfalls nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, das muss ich haben. Waren auch viel Sachen für Kinder oder für ganz junge Leute drin. Von daher sind die stehen geblieben, ebenso wie diese Spiele. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die man hätte günstig nehmen können, aber die waren dann auch irgendwie so bei 8 bis 12 Euro. Ja, Game of Thrones, erste Staffel, hätte ich auch mitnehmen können, habe ich aber schon. Da suche ich tatsächlich noch die anderen Staffeln zum Schnapperpreis, gerade die späten. Die kosten ja immer noch recht viel, aber hey, ich habe Zeit, soll kein Problem sein. Ja, so habe ich auch an diesem Stand nichts mitgenommen. Traurig aber war. Aber ich denke, die Sachen haben schon ihren Abnehmer gefunden. Ne? Minecraft geht ja immer für die PS3. Und das war eigentlich auch das einzig interessante Spiel. Aber das habe ich auch schon, von daher. Kein Drama. Ansonsten gab es da noch ein bisschen Spielzeug und anderes Zeug. So, ich würde mal sagen, jetzt schalten wir so langsam zu mir nach Hause. Denn dann kann ich euch die Sachen nochmal in Ruhe zeigen und euch ein bisschen dazu erzählen. Dann würde ich sagen, bis gleich.
Hier haben wir einen Xbox-Controller. Der liegt da stellvertretend für die Xbox, denn dieses Ding ist echt monströs schwer. Das wollte ich nicht hier durch die Gegend schleppen. Außerdem ist das noch ein bisschen dreckig, die habe ich noch nicht gereinigt. Deswegen, ich wollte mir auch nicht den weißen Untergrund komplett versauen. Er wird ja eh immer ein bisschen dreckig von den Flohmarktfunden. Ja, ein Controller, stellvertretend für die Xbox. Da war noch ein zweiter Controller dabei, auch wenn das kein Original war. Da waren Stromkabel dabei. Leider waren keine Spiele mehr dabei. Aber was soll's, er ist dann noch losgelaufen, hat geguckt, ob er noch zu Hause Spiele hat. Das geht auf so einem Dorfflohmarkt natürlich. Aber nichts mehr gefunden. Und dafür hat er dann gesagt, ja komm, dann statt 10, 8, beziehungsweise hat seine Frau beauftragt, noch 2 Euro runterzugehen. Ja, ich hatte noch nie eine Xbox. Ich habe damals keine gehabt, ich habe noch nie auf dem Flohmarkt eine günstige gefunden, obwohl ich schon Spiele gefunden und mitgenommen habe. Jetzt habe ich endlich auch eine Xbox, das Ding läuft. Ich habe es schon mal ganz kurz dran gehabt, aber noch nicht gezockt. Ich muss mal schauen, 4, 5 Spiele habe ich da hinten stehen, die auf dem Teil gehen. Und ich bin einfach gespannt, aber das ist ja echt ein Kanten. Das Ding ist ja schwer und groß. Heftig. Ich war froh, dass der Stand nah am Auto war und ich direkt damit abdüsen konnte. Der Controller alleine ist irgendwie schon 10, 20 Euro wert, die Xbox so 30 Euro um den Dreh. Und ja, auf jeden Fall ein guter Kauf und schön, eine weitere Konsole in meiner Sammlung zu haben, die ich noch nicht hatte und die ich sogar noch nie hatte. Den jungen Mann hier habe ich gesehen und direkt ins Herz geschlossen. Man sieht sofort, dass das ein Goblin sein soll. Ich wusste nicht, wozu er gehört, deswegen habe ich nachgefragt und die Dame war super nett und meint, ja, weiß ich nicht, das ist von meinem Mann. Dann hat sie echt noch ihren Mann angerufen und gefragt, wozu der gehört. Allerdings hat der Mann eine Falschauskunft gegeben am Telefon. Er sagte nämlich, das gehört zu Dungeons & Dragons. Das stimmt nicht so ganz, denn ich habe hinterher herausgefunden, dass dieser wunderschöne junge Mann zu Pathfinder gehört. Ist allerdings auch ein Pen and Paper, was sehr, sehr artverwandt mit D&Ds, von daher war das nur so halb gelogen. Er ist auch nicht mehr ganz original, denn dieser Mantel hier, der wurde offensichtlich im Nachhinein genäht. Da hinten steht auch Boss drauf, ich habe keine Ahnung, was mit dem geschehen ist, würde mich sogar mal interessieren, vielleicht, wenn ich nächstes Jahr wieder auf diesen Stand treffe, frage ich die mal. Ich finde den Mantel eigentlich ganz schön, das ist natürlich, passt natürlich nicht mit dieser Jeans-Optik, das wird abgemacht, vielleicht auch der ganze Mantel, aber ich finde, das ist eine richtig tolle Figur. Ein Pathfinder Goblin. Er hatte sogar einen Namen, aber den habe ich jetzt vergessen. Gucke ich die Tage nochmal nach. Ich finde den toll und das ist so ein Stofftier. Sowas nehme ich mit. Das ist was Besonderes, was Ungewöhnliches, was du nicht an jeder Ecke findest. Sowas packe ich dann auch noch gerne, gerne ein und sowas stelle ich mir auch in die Ecke. Cooles Gerät. Der Wert liegt wahrscheinlich so bei 20, 25 Euro. Ich habe ihn echt nicht mehr zum Kauf gefunden. Der war aber, als er damals verkauft wurde, so bei 25 Euro. Schöner Kauf. Am gleichen Stand gab es noch dieses Ladegerät und passend dazu dieses Telefon. Ein Nokia 3650, glaube ich. Ich glaube 3650 war es. Das war mein erstes teures Handy, was ich mir damals gekauft habe, wo ich dann wirklich irgendwie, oder ich glaube, ich hatte halt einen Vertrag, aber halt, die kosten ja dann auch ein gewisses Geld. Das war das erste wirklich teure Handy, wo ich wirklich plötzlich Interesse an Handys hatte. Alles davor habe ich mir gesagt, braucht doch kein Mensch, ist doch langweilig. Ich habe früher immer gesagt, wenn du mit den Dingern Musik hören kannst, darauf zocken kannst und damit telefonieren kannst, dann kaufe ich mir auch ein Handy. Und hier ging das so langsam los. Hochwertige polyphone Klingeltöne. Er konnte, glaube ich, sogar auch WAVs oder ein ähnliches Format abspielen, also richtige Musik. Und es gab coole Spiele dafür. Java war das, glaube ich, damals alles noch. Oder war das schon Symbian? Ich glaube, die hatten schon Symbian, aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ist auch egal. Jedenfalls hatte ich hierfür schon Spiele, die man wirklich zocken konnte. Es gab Spiele zu Das schwarze Auge, wo man wirklich ein paar Stunden durch Aventurien laufen konnte. Eins meiner Lieblingshandys. Danach gab es dann irgendwann Engage, das Razer V3 oder wie es nochmal genau hieß. Das sind so die Handys, die mir in Erinnerung geblieben sind und wo ich immer ein bisschen gucke, wenn ich die auf dem Flohmarkt sehe. Das habe ich mitgenommen, weil es nur ein paar Euro gekostet hat. Es geht leider nicht. Allerdings liegt das wahrscheinlich am Akku. Ihr seht, hier sind auch noch die Karten drin. Das liegt wahrscheinlich am Akku. Da bin ich mir ziemlich sicher, deswegen habe ich einen neuen Akku nachbestellt. Sowas kriegt man ja Gott sei Dank irgendwie auf eBay dann immer noch für 3, 4, 5 Euro für alte Systeme, für alte Geräte. Ganz cool. Der Akku war sehr aufgebläht, der hier drin war. Von daher ist davon auszugehen, dass der Akku kaputt war. Und die Hoffnung besteht, dass das Ding noch funktioniert. Cooles Handy, echt, habe ich damals gefeiert. Ich mochte auch das Design. Sehr, sehr cool. Es gab noch einen Nachfolger, bei dem die Tasten dann etwas standardmäßiger angeordnet waren. Aber da ich eh kein großer SMS-Schreiber war, war mir das völlig egal. Hier gab es ein Steuerkreuz, war halt auch super zum Zocken. Das Teil war einfach nur fantastisch. Auch an dem Stand gab es noch diese beiden Spiele. Habe ich dann mit dem Handy gebundelt und insgesamt 5 Euro bezahlt. Einmal L.A. Rush, einmal GTA Vice City. Cool, Titel habe ich nochmal mitgenommen. Ich glaube, L.A. Rush hatte ich sogar schon hier stehen. Ja, meine Güte, was soll's, ne? Dafür guter Zustand, Anleitung drin.
Und Vice City auch in Top-Zustand. Immer noch mein Lieblings-GTA-Teil. Obwohl San Andreas und natürlich auch der Fünfer auch verdammt gut sind. Den vierten mochte ich nicht so. Der dritte war damals natürlich kultig und die ersten beiden auch. Aber Vice City, boah, ich liebte dieses 80er-Setting. Man ist da ja hinterher noch mit dieser Rockband durch die Gegend gefahren. Absolut genial, absolut genialer Soundtrack. Ich hoffe ja immer noch, dass sie da irgendwie nochmal in einem neuen GTA wieder so in diese Richtung gehen, in diese Zeitperiode. Würde ich richtig feiern. So, bevor noch mal ein paar Highlights kommen, hier erstmal noch ein paar nicht dokumentierte Sachen, die ich so mitgenommen habe. Need for Speed Pro Street. Ja, die Need for Speed Spiele will ich auch irgendwann mal komplett haben. Das fehlte mir noch. Das ist auch eins, nachdem ich eigentlich gar nicht so verrückt bin. Da wurde das alles so ein bisschen ernsthaft und ich glaube, da konnte man auch nicht mehr tunen. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Das konnte mich auf jeden Fall nicht wirklich begeistern. Habe ich nicht viel gespielt. Aber ich werde ihm noch mal eine Chance geben, wenn ich es zum Laufen kriege. 1 Euro hat mich das gekostet, die beiden Sachen auch jeweils. Einmal haben wir noch Flux, die Regeln bestimmst du. Ich bin so ein bisschen scharf auf diese Kartenspiele von Pegasus in diesen Metallboxen, deswegen habe ich das mitgenommen. Wie gut oder schlecht das ist, werden wir wahrscheinlich dann beim Spielen erfahren. Das könnte richtig cool werden, ja, Herr und Meister von Heidelberger und Ulysses. Es klingt herrlich verrückt, es ist wunderschön illustriert. Man spielt quasi einen Schergen eines bösen Meisters und kehrt von einer erfolglosen Mission nach Hause zurück und muss sich nun rechtfertigen, warum man die Mission nicht erfüllt hat und sich irgendwie rausreden und eine Geschichte erfinden. Wie sich das spielt, wie das dann abläuft, weiß ich nicht, aber ich finde, das klingt schon mal hochinteressant. Wir haben tolles Spielmaterial, schöne Anleitung dabei und es wird halt durch diese Karten irgendwie funktionieren. Die finde ich auch richtig klasse, richtig witzig. Also da würde ich mal sagen, das kommt ganz, ganz oben auf den Stapel. Soll angeblich sehr leicht zu erlernen sein, steht zumindest hinten drauf und sehr viel Spaß machen. Wenn man Freunde hat, die so Fantasy-Kram mögen, wahrscheinlich das perfekte Partyspiel. Ich habe tierisch Bock drauf. Cool, dass ich das gefunden habe. Hier auch nochmal ein Highlight, Jungle Jam. Das spielt sich so ähnlich wie Jungle Speed. Ein Reaktions- und Partyspiel, wo es im Prinzip darum geht, sich um diesen Holzklotz zu prügeln. Das Spiel ist Chaos pur, ebenso wie es Jungle Jam war oder ist. Soweit ich weiß, wird Jungle Jam nicht mehr vertrieben und das auch nicht. Die sind beide ziemlich viel Geld wert. Jungle Jam ist eigentlich noch eine kleinere Variante hiervon und bei beiden Varianten bist du irgendwie so ab 30 Euro dabei. Ich weiß nicht, was die damals gekostet haben. Wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine Nachmache, die auch so halb offiziell ist. Auf jeden Fall ist das Spielprinzip das gleiche, wer Jungle Jam kennt, kennt also auch das. Es ist ein ziemlich beklopptes Spiel, ich will das jetzt hier nicht erklären, vielleicht mache ich irgendwann mal, wenn ihr das wollt, ein paar Spielevorstellungen. Auf jeden Fall, mitnehmen macht wahnsinnig viel Fun und ist halt auch ein bisschen was wert. 30 Euro ungefähr, der Zustand ist absolut großartig, phänomenal, Jungle Jam. Hier haben wir noch ein paar Videospiele. Habe ich relativ günstig bekommen. Das Coole ist, dass 2 davon sogar noch verschweißt sind. Erstmal haben wir die Assassin's Creed Heritage Collection. Das Schöne daran ist, dass wir hier halt tatsächlich 5 Teile drin haben. Das heißt, man kann im Endeffekt 5 Spiele aus dem Regal nehmen und das da hinstellen und hat einige Teile Assassin's Creed. Ich bin kein großer Fan der Serie, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch zu Unrecht, ich habe mich nie ernsthaft damit beschäftigt. Ich habe die Spiele da stehen, die ich günstig gefunden habe, Black Flag zum Beispiel. Das ist jetzt hier auch nicht drin. Passt also. Und ich würde wahrscheinlich, wenn dann mal Black Flag ausprobieren, weil ich die Thematik da am coolsten finde und weil auch viele sagen, ja, das ist irgendwie das Geilste. Und wenn ich dann wirklich irgendwann reinkomme und sage, boah, ist das gut, vielleicht werde ich die dann irgendwann alle nochmal zocken. Ich glaube nicht, dass es schlechte Spiele sind, also ne, das habe ich nicht gesagt. Aber es konnte mich nie packen. Ich habe den ersten und den zweiten probiert. Es konnte mich nicht packen. Ich habe nach 1-2 Stunden keinen Bock mehr gehabt und andere Sachen wie Dishonored oder so oder nochmal Thief 3 gespielt oder das neuere Thief, weil ich die einfach cooler finde. Und weil das ja schon eine ähnliche Richtung ist. Aber vielleicht kann mich Black Flag überzeugen. Wer weiß, ich werde es nochmal irgendwann testen. Hier haben wir einmal die Uncharted Trilogie Collection. Es ist eine Bundle-Version, keine Ahnung, wo die herkommt. Wahrscheinlich aus irgendeinem PS4-Bundle. Ist naheliegend, wenn es draufsteht. Deswegen wurde sie wahrscheinlich auch nicht aufgemacht, weil die halt schon vorhanden war, die Spiele.
Dann haben wir noch The Last of Us Remastered Bundle-Version, nicht zum Einzelverkauf. Nichtsdestotrotz sind das natürlich gute Spiele und sie sind noch zu. Ich weiß nicht, ob man solche Bundle-Versionen auch graden lassen kann. Also ich spiele nicht mit dem Gedanken, ich finde das eh ein bisschen strange mit dem ganzen Gegrade. Aber gut, für richtig harte Sammler mag das durchaus Sinn machen. Dann weiß man halt, was für einen Zustand man da hat. Und ja, ich finde einfach die Preise, die dadurch entstehen, ziemlich verrückt. Ich meine, dann ist ein Spiel plötzlich das Vielfache wert, nur weil jemand gesagt hat, das sieht echt gut aus. Das ist sehr, sehr hübsch, das Spiel. Vielleicht bin ich auch nicht genug drin in der Thematik. Ich bin ja wirklich eher so ein Sammler, der halt Sachen sammelt, die er cool findet, auf die er Bock hat, die er günstig findet. Klar, es ist immer schön, was zu finden, was noch zu ist, aber ich mache 90% meiner Sachen eh irgendwann auf. Hier haben wir auf jeden Fall einen Haufen gute Spiele günstig bekommen. Die sind jeweils so ungefähr ein 10er wert. Von daher war auch der Preis super. Super Preis, super Flohmarkt. Ich gebe es ja zu, die Funde waren jetzt nicht total spektakulär, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke mal, jetzt am Sonntag der Flohmarkt wird nochmal richtig nett werden, weil ziemlich gutes Wetter angesagt ist. Da freue ich mich schon drauf. Und am Sonntag ist ja nicht nur Flohmarkt, sondern da sind ja auch die Wahlen. Und da ich mittlerweile ja so ein bisschen Reichweite hier auf YouTube habe, habe ich mir gedacht, ich starte nochmal einen kurzen Aufruf. Geht doch einfach mal alle wählen, vor allen Dingen die Leute, die es sonst nicht machen. Dieses Jahr stehen die Chancen ja wirklich nicht schlecht, dass wir die CDU endlich mal loswerden. Ich persönlich fände das ziemlich cool. Allerdings will ich euch natürlich nicht sagen, wen ihr zu wählen habt. Das dürft ihr schon selbst rausfinden oder ihr wisst es schon. Falls ihr es noch nicht wisst und trotzdem dann doch wählen wollt, dann schaut euch doch vorher nochmal die Parteiprogramme an und wählt nicht einfach irgendeinen Kandidaten, den ihr nett findet. Das wäre dann ja im Endeffekt vielleicht sogar gegen eure Überzeugung. Zumindest macht nochmal den Wahlomaten oder schaut auf deinwahl.de. Ich verlinke euch die beiden Seiten nochmal unten, dann könnt ihr nochmal wenigstens so ein bisschen abchecken, welche Partei so ungefähr euren Vorstellungen entspricht. Das soll es jetzt aber wirklich von mir gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall für die zusätzliche Aufmerksamkeit, die ich euch jetzt abverlangt habe und wünsche euch ansonsten wie immer einen wunderschönen Tag und oder Abend. Man sieht sich. Bye, bye.